Auf jedem Way gibt's inzwischen Subway. Dahinter steckt das System Franchise. 44.000 Filialen gibt es weltweit, aber die aggressive Expansion hat Folgen. Ein ehemaliger Franchise-Nehmer berichtet von absurdem Preisdruck, dem er nicht mehr standhalten konnte. Wir haben durchwegs jedes Jahr buchhalterisch Verluste eingefahren. Meine Recherche dazu beginnt in den USA, dem Heimatland des Fastfood-Giganten. Subway ist mit Abstand das größte Franchise in den USA. Vor allem hier in Manhattan sollen die Läden überall sein. Davon mache ich mir jetzt mal ein Bild. Den ersten Laden, den habe ich schon gefunden. Hier ist einer. Hier ist noch ein Subway. Jetzt bin ich nach knapp 15 Minuten schon am Times Square angekommen und habe schon drei Subway gesehen. Und da kommen noch mehr. In New York ist Subway überall. Sogar an kuriosen Orten. Der nächste Subway ist im Keller der Grand Central Station. Subway scheint ganz Manhattan besetzt zu haben. Und hier ist die Filiale. Und jetzt, nach knapp 40 Minuten, bin ich an meinem sechsten Subway angekommen. Aber innerhalb von 40 Minuten sechs Subways, das gibt's, glaube ich, auch nur in Manhattan. Ist das den New Yorkern auch schon aufgefallen? Ja, ein paar Blocks weiter ist einer. Die sind an jeder Ecke. Die sind überall. Warum bist du zu diesem Subway gegangen und nicht dem da drüben? Weil es näher ist. Es geht einfach so schnell. Man bekommt sein Essen sofort. 2 Minuten von hier entfernt gibt es auch einen Subway. Gibt es einen Grund, warum du hier hingegangen bist? Mein Büro ist gleich hier. Ich gehe einfach zum nächsten. Für die New Yorker sind die vielen Filialen der größte Vorteil von Subway. Mehr Läden bedeuten auch mehr Konkurrenz. Was heißt das für die Betreiber? In Wien will ein ehemaliger Franchise-Nehmer berichten. Ab 2012 führt Philipp Kotzak mehrere Filialen. 2018 kommt es zum Bruch. Heute betreibt er wieder ein Sandwich-Geschäft unter eigenem Namen. Das Konzept ähnelt dem Subway-Prinzip. Wir haben aktuell 15 vorgefertigte Sandwiches. Das ist der große Pluspunkt. Das heißt, wir haben vom Fleisch oder vom vegetarischen oder veganen Käse, Gemüse, Soße alles vordefiniert. Darin unterscheidet es sich von Subways Superindividualismus. Das hat auch einen wichtigen Grund. Kotzak lag mit Subway über Jahre im Rechtsstreit. Dabei beginnt alles noch ganz vielversprechend. Ich habe mich 2012 für Subway entschieden, weil wir damals ein Konzept gesucht haben. Da fiel die Wahl auf Subway, weil es dazu mal in Wien lediglich ein Subway-Lokal gab und wir von einem Riesenpotenzial ausgegangen sind damals. Für Kotzak läuft das Geschäft anfangs sehr gut. Subway ist mit dem Geschäftspartner sehr zufrieden. Ich würde sogar auch sagen, dass wir sicherlich als Vorzeigepartner genannt wurden. Die Situation verschlechtert sich allerdings Jahr für Jahr. Kotzak eröffnet weitere Filialen, um seinen Umsatz zu steigern. Der Gewinn bleibt niedrig. Laut Experten ist das bei Subway keine Ausnahme. Probleme aufgrund der Größe gibt es bei jedem Franchise-System. Bei Subway, weil sie so schnell gewachsen sind, wahrscheinlich noch mal exponentieller. Wenn man natürlich jeden unter Vertrag nimmt, weil man so ein smartes Konzept hat, dann hat man halt schon die Gefahr, dass jeder kommt und dann, ah ja, super, ich mache mich selbstständig mit Subway und zack, klappt's halt nicht. Weiteres Problem, die typischen Subway-Promotions. Intensives Marketing ist ein Erfolgsrezept für Subway. Kotzak leidet darunter. Es gab einmal, zweimal im Jahr Aktionen wie das Wow-Sandwich, wo wir Sandwiches um 2 Euro verkauft haben. Oder auch diese berühmte 5 Euro Footlong-Aktion, wo der Franchise-Partner einfach sehr wenig verdient. 2003 erfindet ein Franchise-Nehmer die Subway-Werbeaktion. Er verkauft ein Footlong für 5 Dollar. Das 5-Dollar-Footlong ist ein Riesenerfolg. So sehr, dass Subway die Aktion 2008 weltweit übernimmt. Sie haben eine ganze Menge Slogans, die im Kopf hängen bleiben. Eat fresh, $5 footlong.
Ich meine, sie waren überall im Fernsehen und beschleunigten das Wachstum. So wurde Subway zur größten Fastfood-Kette auf der ganzen Welt, die jemals existiert hat. Für Kunden das perfekte Angebot, für Franchise-Nehmer ein großes Problem, denn Preise für Zutaten und Personal steigen in den folgenden Jahren. Die Marge schmilzt. Das Problem ist natürlich, dass du einen enormen Preisdruck in diesen Quick-Service-Restaurants hast. Einen enormen Preisdruck auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein relativ hohes Qualitätsversprechen. Das 5-Euro-Footlong drückt den Gewinn Jahr für Jahr, während Subway den Druck erhöht. Die Preise bleiben gleich. Wir haben durchwegs jedes Jahr buchhalterisch Verluste eingefahren. Das Problem war, dass alle Restaurants in Wien oder in Österreich an dieser 5-Euro-Footlong-Aktion mitgemacht haben, die Kunden mit den Karten ins Lokal gekommen sind und die wären dann nicht mehr gekommen, hätten wir das nicht angenommen. So hat man uns das auch suggeriert und erzählt. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Kozak ist ständig auf der Suche nach neuem Personal. Denn die geringen Margen drücken auch die Gehälter nach unten. Ein Restaurantleiter oder ein Schichtleiter bleibt halt nicht für damals, glaube ich, 1250 Euro netto. Oder ein Restaurantleiter für 1400 bis 1500 Euro netto, sondern der geht nach einem Jahr. Trotz der Probleme muss Kozak an Subway immer weiter bezahlen. Denn das Subway-System richtet sich allein nach dem Umsatz. Von jedem Euro, den die Restaurants einnehmen, bezahlen die Inhaber 12,5 Cent an Subway. Egal, ob sie damit überhaupt Gewinn machen. So häufen sich Kozaks Schulden immer weiter an. Von Subway kommt keine Hilfe. Ich hätte mir damals immer gewünscht, dass jemand uns besucht, zu uns kommt, sich dem Problem annimmt und sagt, okay, wir haben das verstanden. Wir helfen euch hier wirtschaftlich, indem wir euch beispielsweise die Franchise-Gebühren stunden, indem wir euch vielleicht etwas erlassen. Kozak ist kein Einzelfall. Überall kämpfen Subway-Betreiber um ihre Existenz. Sie erzählen, dass ihre Geschäfte seit Jahren schlecht laufen. Seit 2016 schließen mehrere tausend Filialen. Jedes Jahr. Was sagt Subway zu den Vorwürfen? Schriftlich teilt uns der Pressesprecher mit. Subway ist ein System, das sich aus Tausenden von Franchise-Nehmern zusammensetzt. Wir engagieren uns für den langfristigen Erfolg unserer Franchise-Nehmer und arbeiten Hand in Hand mit ihnen, um ihre Rentabilität zu maximieren und ihnen die Unterstützung und Ressourcen zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wie das konkret aussehen soll, verrät Subway allerdings nicht. Dabei sind die Probleme sehr wohl bekannt. Ich habe mit mehreren Geschäftsführern gesprochen und viele sind gegangen. Die, die übrig geblieben sind, machen sich über die Führung des Unternehmens Sorgen. Die Skandale reißen nicht ab. 2015 sorgt Werbeikone Jared Fogel für den bisher größten. Der Leiter seiner Stiftung wird festgenommen. Er hat sexuelle Inhalte mit Kindern produziert und weiterverteilt. Auch Fogel war beteiligt. Beide gehen für mehr als 15 Jahre ins Gefängnis. Ein enormer Imageschaden. Auch die folgenden Pleiten wiegen schwer. Das $5-Footlong wird ab 2018 freiwillig. 2019 übernimmt John Chizzy die Leitung. Er verspricht einen Strategiewechsel. Die Zeit der unzähligen kleinen Franchise-Nehmer sei vorbei. Neue Bewerber sollen gleich mehrere Filialen eröffnen. Einzelne Geschäfte unter einem Dach können sich gegenseitig stützen. Ob der Plan aufgeht, wird die Zukunft zeigen.